So, das ist also die erste Berichterstattung hier für Melles Pferdewelt. Genau. Wir sind hier auf der Elite-Stutenschau in Padenstedt und wir schreiben heute den 2.7.2011. Und wir begleiten heute dieses wunderbare Paar. Und die wollen heute eine besonders gute Figur machen. Schauen wir mal, ob das klappt. Sie sieht gut aus, auf jeden Fall. Ja, wenn sie so rumtappt. Dafür, dass wir nicht geputzt haben. Wie kommt das denn? Das ist hier meine Lieblingsfraktion. Und hier ist natürlich auch schon vor der Halle großes Warten angesagt. Da kommt denn die Konkurrenz trifft ein. Die werden wir mal in Augenschein nehmen. Menschenmassen davor. So, Nummer 11 war jetzt dran. Die haben doch Peitschenführer dabei, die mitnehmen. Also musst du mit rein. Ich glaube ja. Ja, ein paar sind da. Ja. Kann sein, dass wir da. Oh, nicht so dicht, Ute! Ute, muss wahrscheinlich doch jemand mit der Peitsche mit rein. Aber ich glaube, es reicht, wenn einer reingeht, ne? Sorry. Mach nix. Kann ich alles rausschneiden. Das bleibt alles drin. Ja. Die stolze Besitzerin. Etwas entnervt, aber. Die Nerven werden sich gleich beruhigen. Genau. Aber sind das Pullover ist doch ein bisschen knapp. Ich bin ausgeleiert. Aber. Es ist keine weißen Hosen. 71. Ah, aber nicht so viel Bock heute. Thank you.
Kopf Nummer 15 fällt aus, es folgt die 16. Landgarten 2. Ich hoffe, der Gleise hier von Faxabol. Ja, ich kann ja nachher, ob es wieder zurück ist.
haben ja eh nicht mal so viel Wind. Und ja. Ach so, ja, okay. Mhm. Ja. Die stehen draußen im Regen. Kannst du das gut hier? Ja, der blieb kleine. Ja. Nee, das ist das Problem, ey. Nee, das stimmt halt nicht. Ja, ja. Die haben vorhin einen Tod. Ja. Aber warum ist die Tür so zu vor? Nee, nee, wir sind trotzdem. Alles trotzdem. Ach so, ich habe da nicht gestartet auch noch. Nee, nee. Anhand der Erfolge ist doch die nur so ein Blödsinn, oder? Das ist auch so. Gracias.